So, mit diesen wunderschönen Klängen zurück zu Might and Magic Swords of Sion. Genau. Ja. Wunderschöne Melodie. Ist auch genau das, was mich immer so ein bisschen erinnert an die, ja, an die Ursprünge mehr oder weniger. Damals mit Might and Magic Dark Sound of Sion angefangen. Später dann die anderen alle mal angetestet. Und naja. Für mich mit so einer der besten Serien, Rollenspielserien überhaupt. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein, denn viel ist es leider nicht mehr, wenn ich das alles so richtig in Erinnerung habe. Ein paar Monate hat es jetzt gedauert, ja, mit einem kleinen Päuschen dazwischen, aber ja, so viel mehr ist nicht. Wir schauen einfach mal kurz. Ja, wir sind auf diesem kleinen Inselchen ganz im Nordwesten, auf dem kleinen, unter dem großen. Sollte klar sein, ne? Genau. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben Drachen getötet. Ja, die Kollegen sind auch schon nicht so gut gelaunt, aber naja. Heute ist nicht aller Tage. Jetzt mal überlegen. Genau, wir haben den Diamanten das letzte Mal gefunden in einer der Minen in den Bergen entlang der Welt. Ja, wahrscheinlich dieses Spine of the World, Rückgrat der Welt irgendwo im Südwesten. Und was haben wir noch gemacht? Moment mal, waren wir denn in diesem komischen Schrein innerhalb der Berge da unten? Ich glaube schon. Naja, also was ist noch zu tun? Ganz links oben natürlich, der Nordwesten muss noch gemacht werden, ganz klar. Viel mehr ist es aber nicht. Was noch? Den Norden haben wir gemacht, den Nordosten haben wir gemacht, der Süden sowieso, Zentrum ist auch klar. Ah ja, diese komische Minotauren-Feste da, die von diesem, ja, so mittig links, die da so ein bisschen umgeben ist von Wolken. Da müssen wir vielleicht auch noch rein. Oder ich gehe mal ganz stark davon aus. Jetzt allerdings, ja, die Quelle. Ja, da haben wir den komischen RXU986 oder sowas. Und der Kollege, ja, der ist zum einen super, zum anderen haben wir die Passwörter, wenn ich sie alle noch irgendwo finde. Verdammt, wo sind die Passwörter? Ja, okay. Ich habe mir irgendwo die Passwörter notiert, ich bin ganz sicher. Aber wir können ja mal gucken, ob ich mir denn die Passwörter notiert. Moment, das muss kurz nachgeprüft werden. Ich habe hier mein schlaues Buch. Gemini Summer Solstice. Ist das dieses Spiel? Ich glaube schon, oder? Ach Gott, ich habe so viele Notizen. Notizen? Wo ist das denn? Aber ist auch nett, ne? Kennt man noch von früheres? Die ganzen Notizen? Die sind auf jeden Fall alle super. Ja, wo habe ich mir die aufgeschrieben? Das ist aber, ach, da ist es. Genau, Spice, Canopus, Vega, Antares. Genau, das sind die Source Password. Wieso? Ja, egal. Viele Seiten sind es nicht, aber zumindest ein paar. So, ja, alle sind traurig. Wir gehen einfach mal hin und sagen Hallo. Was hat denn der Herr zu sagen? Wir haben nämlich jetzt den Diamanten, von daher alles gut. Danke für diesen Diamanten. Okay. Jetzt hätte ich gerne die Informationen. Die Datenkassette würde ich jetzt gerne einlesen oder wie auch immer. Jetzt müsste nämlich, ich hoffe mal, es kommt nicht zum Kampf, weil der jetzt, glaube ich, aktiv wird als Wächter. Genau. Active Power Cycle initiated, Power Cycle complete. Achso, der hat seinen. Er ist hochgefahren quasi. Power Cycle complete. Er hat jetzt den vollen Zugriff zu seinen Datenbanken. Okay, das schreibe ich mal ganz kurz auf. Die Kommandosequenz für Takt ist Transport SEQ Omega. Oder ist es Transport Sequence Omega? Ich schreibe mal das Gesamtpaket auf. Command Sequence für Takt. Transport SEQ Omega. SEQ, wahrscheinlich für Sequence und dann Omega. Und das ist die Takt Command Sequence. Ich bin auch da. So. Okay. Haben wir also. Ah, wir sind drin. Der Turm ist gar kein Turm, das ist ein Raumschiff oder was?
Genau. Und jetzt, das ist nämlich genau das, was das Spiel immer so ein bisschen ausgemacht hat. Die Basic Musik, das waren ja früher ganz große Star Trek-Fans. Ja, und deswegen auch alles so ein bisschen Star Trek-ig angehaucht. Mit sehr stranger Musik, aber irgendwie passt die auch, ich weiß nicht. Ah, Transport Activation Control Terminal. Command Sequence. Omega. Access denied. Transport Activation Control Terminal online. Command Sequence. Großschreibung? Gibt's nicht. Jetzt ist wieder die dumme Taste da, weil ich auf Caps Lock gedrückt habe. Moment. Wie war das noch? Access denied. Hat etwa gelogen? Was ist hier los? Autonauts. Ne, Quests. Find the six other weapons and bring them to back. Dylark haben wir doch schon gemacht. Wieso ist das hier nicht rausgestrichen? Druid Carving habe ich auch. Wieso ist das nicht rausgestrichen? Also irgendwie am Questlog, da fehlt es irgendwie. Der Skyhook, genau. Die Shrine of Mac. Ach, Moment. Ne, halt. Skyhook, Quatsch. Wir waren zwar in der Sky Road, aber da gab es keinen Skyhook. Ach, das dumme Sandtown brauchen wir ja auch noch. Okay, wir haben Passwörter. Spice, Canopus, Vega, Antares. SCVA. VA. Vance? Ich bin erst ehrlich gesagt überfragt. Command Sequence. Transport Activation Control Terminal. Transport Sequence. Oder muss es SEQ Omega sein? Access denied. Okay, wie war es mit den Passwörtern, die wir bekommen haben? Spice ist es nicht. Canopus. Vega. Antares. Keine Ahnung. Tagged. Ach, Tagged heißt Transport Activation Control Terminal. Transport Sequence Omega. Omega. Alpha. Tagged Tower, Tagged Tower. Ach, ist vielleicht nur die Brücke sozusagen. Oder was? Ich bin überfragt. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Was könnte es denn sein? Transport Sequence. Transport Activation Control Terminal online. Es ist ja schon online. Oder ist es jetzt mit Omega schon aktiviert worden? War es vorher offline? Ich weiß es gar nicht. Habe ich irgendwelche Informationen? Weiß ich irgendwas von irgend Abyss? Access denied. Hallo. Access denied. Stirb. Start. Wie ist das hier noch? R unterstrich RU 900. Nee. Verdammt. Ja, ich habe keine Ahnung. Und jetzt? Oh, man erstmal ordentlich hinsetzen. So geht das doch nicht. Ja, okay.
Okay, ich habe keine Ahnung. Fehlen uns Informationen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich fehlen uns Informationen, was ich mich mal frage ist, sollen wir vielleicht hier oben mal schauen? Vielleicht gibt es da oben so eine Art. Ach, so eine Lachennummer wieder hier von Gegner. Ja, bringt eh nicht viel, was die da kann, aber wir machen trotzdem mal die Elektro-Geschichte. Covenleader, ach so, eine schon wieder. Aber andererseits, so krass wird sie nicht sein, ne? Ne, wird sie nicht. Jeder trifft. Oh, Handaxt. Vielleicht Platin-Handaxt, das ist wiederum nicht so schlecht. Ist auch verrückt, ne? Die kann das tragen, die komische Druidin. Das ist das Ende der Welt. Der Scheibenwelt. Oh oh. Griffins sind. Ah, die kennen wir doch schon, oder? Kennen wir Griffins schon? Oder nicht? Oder nicht? Holy Bonus? Die dürften krass sein. Das sind normalerweise die gewesen kurz vorm Hauptgebiet in Darkside. Deswegen. Wahrscheinlich ein bisschen krasser. Dancing Swords. Current SP. Zero. Ach, die Mistrate hat uns gerade die Zauberpunkte geklaut. Druiden hat nichts mehr, aber Zaubera hat noch was. Das ist ja vielleicht ein Stück. Covenleader, klar. Verdammt, drei Leute haben keine. Na gut, zwei haben keine Zauberpunkte. Wir haben also keine Möglichkeit, ein Schild zu zaubern. Oder habe ich eine weise Voraussicht? Bauerschild, ja. Bauernschild. Alter Latz, zwei sind tot. Ne, einer. Okay, dann muss es sein. Dancing Swords, jawohl. Oh oh. Mir schwant da Übles. Heldentum. Wie war's mit Power Cure? Getroffen. Gut. Ah, die kann nichts. Die kann wieder nichts. Und ist er tot? Nach drei harten Schlägen? Jo, aber die hat auch einen Level abgegeben. Das macht aber nichts. Achso, der kann ja nicht. Das kriegen wir hin. Merke. Griffins böse. Habe ich. Was sagen wir, machen mal ein Päuschen hier in den. In den Bergen. Und fangen wieder von vorne an mit Heroism und Holy Bonus. Schätze mal, hier sind noch mehr von den Viechern, oder? Wir sind Map F1, also auf der nördlichsten Insel. Und da ist ein Turm. Oh, das ist auch wieder eine Art von. Na? Hier, wo ist er? Was auch immer das war. Ach so, einer ist das, genau. Schild und eine Medaille bekommen. Was genau für Dinge waren das? Armor, Silver Shield und Fast Metal. Oh, true. Ah, können wir sogar anziehen. Ja, sauber. Und Magical Pendant hat er auch nicht gehabt vorher. Jetzt hat er eins. Winners Cameo. Das ist ein bisschen Glück. Cameo, Cameo. Haben die aber alle schon. Ja, zu irgendeinem Zeitpunkt habe ich es mir durcheinander geworfen, alle. Bisschen magische Resistenz. Ja. Von mir aus. Aber hier ist auch nicht mehr sonderlich viel, ne? Irgendwie alles sehr. Ein schönes Bracheland. Oh oh. Jetzt gibt es wieder Haue. Oder wir benutzen gleich zu Beginn Massen. Distorsion. Oh, Junge, direkt ausgenockt den Kollegen. Die Kollegin. Die sind so übel, die Scheißviecher. Power Cure brauchen wir. Die Rüstung ist natürlich auch wieder
hin. Du machst ein bisschen. Ja, Feuerball bringt jetzt nicht so viel, aber jedes bisschen hilft. Hau ihn weg. So ist brav. Alles, was richtig reinhaut, damit hauen wir jetzt richtig rein. Ja, die Rüstung ist hin. Toll. Toll. So, was haben wir noch? Power Cure ist vielleicht ein bisschen krass. Dann Nature's Cure. Ich kann natürlich wieder schön Schläfchen machen, aber warum denn? Ja, auf den letzten Meter. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich die letzten Meter sind, aber ich nenne es jetzt einfach mal die letzten Meter. Denn wir haben ja relativ lange Folgen, von daher könnte es das tatsächlich sein. Ja, 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 doch, doch. So, du machst mal. Was machst du? Nature's Cure. Kannst dich mal nützlich machen. Derweil einen Kaffee. So. Oh Mann, das war ein Dancing Sword. Ja. Nicht so clever, aber das macht nichts. Alle wieder voll da, okay. Ja, Kaffee muss man trinken, wenn er schön. Schöner, heißer, schwarzer Kaffee, Junge. Wie wär's mit? Schießen. Da guckt sie dumm aus der Wäsche, die Alte. Das war bestimmt wieder so eine komische Hexe, ne? So eine ganz. Verdammt! Das sei kein Coven-Leader. Oh, doch. Und keiner hat mehr Zauberpunkte. Oh, geht die mir auf die. Ja, ja, ein bisschen Energie. What? Was geht mit der ab? Also weg. Oh nein, die ganzen schönen Rüstungen, alle sind sie kaputt. Okay. Neuer Zauber, Detect Monster. Hier ist doch nichts. Okay, das war ein falscher Schritt. Ja, ich glaube, wir dürfen gleich laden. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ist das vor oder nach? Okay, das ist noch. Ist aber ganz gut. Jetzt haben nämlich alle noch ihre Zauberkraft. Ja, ja. Gürtel und irgendeine Waffe. Platin Chainmail. Ja, ist besser als Gold. Chainmail. Ach so. Warum auch nicht? So, wo sind wir denn? Oh, oh. Wo kommen? Ah, die können nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Bitte kein Tidal Terror, der uns den Hintern aufreißt. Dann ist alles gut. So. Das können wir jetzt eine ganze Weile machen. Darauf noch ein Käfig. Okay, ich meinte eigentlich Kaffee, aber. Ja, und sonst so? Ah. Komm schon. Gib den Löffel ab. Okay. Es funktioniert zumindest. Die auf eine Insel zu setzen war vielleicht nicht die allerintelligenteste Idee. Vor allem, wenn sie halt nicht, naja, schwimmen können. Hallo? Ah, interessant. Kaum ist Heroism im frühen Morgen. Ach, komm. Dann. Na komm. Und die geben jeweils nur 200 Mark. Das finde ich ein bisschen. Ich sag mal, fragwürdig. Ich möchte zumindest anzweifeln, ob das. Hm.
Na, die. Okay. Haha. Na, wo bist du? Die ist besonders krass, oder? Nee, ich bin schon wieder nicht so heldenhaft. Scale Armor, ja, was wird das sein? Wieder was Feines. Scorching Scale Armor ist nicht schlecht. Scorching? Was war nochmal Scorching? Wir schauen mal. Wo ist Feuer? Feuer, Feuer, Feuer. Oh, plus 50. Okay, das ist sogar wirklich gut. Fuming Battle Axe? Quatsch, wo bin ich denn hier? Scorching Scale Armor. Ist das was für... Natürlich ist das nicht für meine Druidin. Die kann auch wirklich nichts Sinnvolles tragen. Wir geben es am besten mal ihr, oder? Der Diebin. So. Da ist irgendwer oder irgendwas. Ja, das, ja, ich sehe es schon wieder. Ich frage mich auch, ob so ein Holy Bonus auch für Fernkampf gilt. Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Ach, da ist er. Hexe. Na? Feige geht immer. Genau, da ist diese... Ich schätze mal, ist es ein Raumschiff, oder? Ich meine, wenn das eine schon intakt ein Turm war als Raumschiff, hier dann vielleicht das... Nicht das Kontroll- oder das Transportmodul, sondern tatsächlich das Raumschiff an sich. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir klären erstmal alles. In dem Bereich hier. Dass wir keine widerlichen Feinde noch hier rumlungern haben, wie zum Beispiel diese Herren. Ja. Heldenmut und wahrscheinlich auch ein bisschen Holy Bonus. Ja. Es braucht nur einen Edelstein. Ich denke mal, das kann man durchaus mal verkraften. Vielleicht werden wir die ganze Nacht durch wieder ballern, aber das macht doch nichts. Aber die Musik ist so schön, ne? Fand ich immer sehr, sehr angenehm in dem Spiel. Bei Cloud... Quatsch, bei... doch, bei Cloud zu sehen, beim Vierer fand ich sie nicht so toll wie bei Darkseid. Und das hier ist Darkseid. Und die ist echt nicht schlecht. Habe ich teilweise auch laufen lassen, als ich an meiner Mod gearbeitet habe, an Falagar A Journey. Oder eine Reise. Und Falagar ist ja auch aus dem... Might End, Magic Universum. Yesihi. Heute mit der Might and Magic 6 Geschichte. Ist ja auch auf dem Kanal. Da ist sie auch drauf. Ne, nicht drauf, sondern da trifft man auch Falagar. Den guten. Falagar. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist tatsächlich so. Okay. Zentral vielleicht noch irgendwo. So eine Alte mit ihren dummen Zaubersprüchen. Weil dieses Zauberpunkte absaugen ist halt wirklich... Das ist wirklich gemein. Sowas macht man nicht. So, wir sind jetzt ganz im Nordwesten. Wir schauen mal auf die Karte. Tatsache, da sehe ich es auch. Ganz links oben. Bei dem ja, hellbräunlichen mit ockerfarbenen ja, Felsformationen. Direkt südöstlich davon ist tatsächlich so ein... So ein ja, Gebiet, Gebäude, Gebiet, Gebäude oder so ein Turm oder sowas, genau. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal und sagen hallo. Aha, this tower is like none you have seen before. This tower is made of metal. Aha, the dark metal gleams evilly in the sun. You shudder as you are shrugging off a cold wind. Once again, you must face forces of evil which no others could challenge. Ja, dieser Turm ist wie kein anderer, den du zuvor gesehen hast. Der Turm ist komplett aus Metall. Ein dunkles Metall, das böse in der Sonne glänzt. You shudder as you... Was? As you if shrugging off
naja, zumindest ein kalter Wind, ja, uns läuft es eiskalt den Rücken runter. Wieder mal müsst ihr Gefahren, bösen Gefahren entgegensehen, die keinen anderen ja, challengen können, herausfordern könnten. Enter the Metal Tower. Oh, das klingt ziemlich krass. Ne. Ich gehe nicht zum Metal Tower. Was geht hier? So, jetzt allerdings die Frage. Können wir Tidal Terrors platt machen? Vielleicht sollte ich mich vorbereiten mit Kälte und mit Acid. Das ist eine gute Idee. Wir schwimmen einfach mal ostwärts. Aber ich sehe schon, das Mündchen oben sagt gleich... Oh oh. Ja, die Dinger waren richtig krass. Vielleicht was war denn so das Geheimnis, das, nicht Geheimnis, was war die wie haben wir das am besten kaputt gekriegt? Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall Mass Distortion einsetzen, weil die Dinger sehr, sehr unangenehme Zeitgenossen sind. Einer reicht, oder? Doch, einer reicht. Jetzt Dancing Queen. Wir haben noch 1000 Edelsteine. Könnte knapp werden. So, wir sind dran. Können wir draufhauen, oder? Boah, wir sind ja super stark. Ist da vielleicht noch ein Level-Up drin? 260. Ah, ja. Sie kann schon wieder. Sie kann auch. Achso, die war tot, ne? Genau, deswegen haben wir 55.000 nicht bekommen. Das ist aber unangenehm. Jetzt sind sie alle kreuz und quer, krumm und schief. Ja, das... ich habe halt nicht jeden Tod neu geladen. So, jetzt sind wir ganz im Norden. Laut Karte gehen wir jetzt da gerade in Land. Da ist auf jeden Fall noch so ein komischer Doom Knight da auf diesem kleinen... auf diesem nördlichen Inselchen. Waren wir da schon mal? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir auf jeden Fall nördlich der... der Burg. Ja, dann sind wir doch genau hier. Da müssen wir eigentlich das Teil gleich sehen. Aber auch die... diese Tidal Terrors. Davor habe ich so ein bisschen... naja, Furcht. Wie der Name schon sagt. Da habe ich Furcht. The party needs to rest. Nee. Nee, bei uns gibt es keinen Pause machen. Kraftmarsch ist angesagt. Hier wird nicht pausiert. Pause ist für faule Schweine. Den Blast. Earth Blaster haben wir auch. Oh Mann, da ist es. Das Teufelsvieh. Stimmt, wir können ja auch mal wieder die unsere uralt bescheißer Taktik anwenden. Ach, war das schön, als wir die Ladebildschirme ausgenutzt haben und die Riesen tot geschlagen. Wisst ihr das noch? Was haben wir gelacht? So, was tun wir jetzt? Speichern, ja, aber auch... ich müsste eigentlich mit dem... mit dem Masterzauber ankommen. Hat er gesessen? Müsste, ne? Gut, gehen wir einfach mal davon aus, es hat gesessen. Jetzt die Frage, bringt physisch was bei diesem Mistvieh? Was hat es nochmal gezaubert? Was war das? War das Kälte? War das Acid? Kälte. Und das eine Vieh ist schon so wie tot. Das eine Vieh. Unsere Diebin. Kann ich es wagen? Ich glaube, das funktioniert nicht bei dem Ding, oder? Feuerball funktioniert. Oh Mann, ist das unangenehm. Incinerate vielleicht? Dann die Mondgeschichte.
Vielleicht sind wir dann alle wieder gut drauf. Und können vielleicht wieder einen Feuerball oder so zaubern. Ne? Krass, ich muss hier mit sowas arbeiten. Oh, ich habe eine Idee. Dann halt nicht. Ah, wohl. Orb of Sunrays. Stirb. Ah. Oh oh. Stirb. Verdammt. Und ich starb. Ja, ist gut. Tja, das war ein Versuch. Zweiter Versuch. Berge. Berge? Ja, Berge. Aha. Warum trifft's? Weil einer davon magisch ist. Der hier nicht. Aber der kinetische. Was ist mal Kinetic? Nur mal so zum Überprüfen. Kinetic. Kinetic, Kinetic, Kineticat. Wo ist es denn? Bestimmt Energie, oder? Oder Elektro? Wo ist es? Energy? Wo ist Kinetic? Oh. Plus 30. Ja, ist nett, aber irgendwie nicht nett genug. Aber immer 30 Punkte Schaden, das ist doch auch nichts auf Dauer, oder? Wir machen Feuerball-Action. Ja, Feuerball ist, glaube ich, die bessere Wahl, oder? Komm. Okay. Ja, super lame, aber das waren auf jeden Fall 55.000. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber ganz clever, ne? Die Kollegen in die Berge zu locken, diese Wasserviechers. Also ich finde das super clever. So. Ja, das war es. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch den komischen Doom Knight hier auf der Insel. Da ist er auch schon. Na? Wieder nichts zu tun. Kein Tidal Terror. Sehr gut. Achso. Heroism. Ja. Ich weiß nicht, ob man das andere auch noch dazu machen sollte. Aber ich mache es einfach mal, weil... Warum nicht? Okay, Zeit für ein Schlückchen Kaffee. Jetzt haben wir so wenig, naja, mit Pfeil und Bogen geschossen die ganze Zeit. Ich denke, so gegen Ende kann man das tatsächlich mal machen, oder? Genau. Und warum sollte ich mich jetzt da hinstellen und mich kaputt schlagen lassen? Ja, Rüstung. Flaming Chainmail. Ist Flaming besser? Flaming. Feuer. Naja, 10, das andere was Seething. Scorching, 30 oder was? 50. Das war natürlich wesentlich besser. Ja, die Frage ist, was will ich denn hier überhaupt im Wasser? Das ist alles totaler Quatsch. Das ist ja nur... rumlaufen und nichts Sinnvolles machen. Ich will nur nicht noch einem Minotaurus erstmal in die Arme rennen. Naja, da ist ja die Pyramide. Ob es da was Feines gibt? Ich weiß es nicht. Aber... Genau, nächste Amtshandlung. Ah, da fällt mir ein. Es gibt ja noch die eingesperrten Viecher in Greyhaven. Und wir sind jetzt in wenigen Sekunden in Greyhaven. Wenn ich mich entscheide, darunter zu springen, dann wäre ich sofort da. Das Ding ist ja auch, jetzt wo wir den Trick haben, mit man kann aus den Bergen schießen, kann man die Minotauren auch so gespannt alle machen. Das wäre ja auch kein Ding. Oder? Also ich finde schon.
Doch, 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 doch. Ich glaube, das mache ich geschwind, oder? Dann haben wir die auch. Spell failed, weil. Moment, mit Levitate falle ich aber doch da rein, oder? Nee, tue ich nicht. So, jetzt mal Schritt für Schritt. Wenn man hier einen falschen Schritt tätigt, ja, dann war das der letzte falsche Schritt. Oh, ich hätte die gern wirklich in. Ja, wenn es recht ist, bitte alle auf einen Punkt. Ja, ich weiß schon, du bist sauer. Bist du der gleiche? Wieso ist hier nur noch einer? Party needs to rest. Okay. Also er ist hier. Ah, Detect Monster. Neuer Zauber, Detect Monster. Jetzt echt nur noch den einen? Haben wir. Moment, wir haben doch nicht schon welche platt gemacht, oder? Es gibt nur diesen einen. Wieso bin ich so dumm? Wieso bin ich hier so dumm? Ja, jetzt bin ich eh tot. Es sei denn, er trifft nicht. Okay. Das war dumm. Das war extrem dumm. Na gut, aber wenn es wirklich nur diesen einen gibt, dann ist es ja eh egal. Da ist er. So, jetzt steht er vor mir. Jetzt möchte ich mal sehen, ob das funktioniert. Wenn ich Levitate, Feuerball kann man nicht mehr. Was wäre denn das Sinnvollste? Feuerball eigentlich, oder? Oder kann die vielleicht mal anfangen mit, dass nicht ganz so ewig, nicht so lange dauert. Ja. Danke. So, und jetzt Feuerbälle. Mal schauen, wie viele Erfahrungspunkte der gibt. Ich brauche noch 100, 160.000. Oh oh. Ich fürchte, ich muss gleich tatsächlich selber ran. 100, Dancing Sword vielleicht. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so gut. Okay. Dann revitalisieren wir einfach alle. Und dann. Ja, dann kriegen wir richtig hart auf die Nuss, habe ich so das Gefühl. Ja, ich glaube schon, dass das richtig reinhauen wird gleich. Was können wir aber tun? Gar nichts. Energy Blast können wir nochmal zaubern. Ja, aber der lebt noch. Das ist schlecht. Was haben wir noch? Dancing Star geht nicht mehr. Golem Stopper funktioniert, glaube ich, bei ihm nicht. Lightning Bolt. Reicht nicht. Mega Bolt auch nicht. Shrap Metal. Zum Abschied nochmal. Dann Heroism. Okay, das funktioniert sogar so ein bisschen. Aber irgendwie auch nicht. Haben wir doch irgendwas, was richtig schön reinhaut? Vielleicht irgendeinen krassen Shielding, Elemental Protection. Coin of Fireballs. Ja, genau. Also er benutzt jetzt mal die Horn of Lightning, komm. Horn of. Oder Coin of Lightning? Nochmal, Coin of Lightning. Okay. Jetzt mal schauen. F1. IM. 7 U. F1, IM. 7 U. Und da hat er den Löffel abgegeben. 161.000 haben wir gesagt. 161. Ja, 41.000 etwa. Ist ganz gut.
So, der wäre platt gemacht. Hier waren wir schon drin gewesen, ne? Kriegspyramide. Jo, hier waren wir. Und alles haben wir schon entwendet, genau. Das heißt, jetzt könnten wir spaßhalber eigentlich darunter springen und dann sind wir wieder in Greyhaven. Verdammt, ich jetzt mal markieren sollen. Oh Mann, das war wohl nix. Wo ich habe es ja gerade davor gespeichert. Ach Moment, dann ist das nur eine Pyramide, dann geht es ja da gar nicht weiter. Fällt mir da gerade mal so ein. Ja, dann müssen wir sogar hier weiter. Und. Ah, genau hier. Enter Command. Omega. Omega. Oracle out of service. Enter Command. Omega. Andere Passwörter vielleicht. Spice. Vega. Canopus. Antares. Ja, ich weiß, es ist out of service, hast begriffen. Die Gilde? Nee, eigentlich nicht. Beware of Dragon. Die Frage ist, was ist das für einer? Ist das ein Cloud Dragon? Weil die sind eigentlich relativ süß. Gehen wir erstmal zum Blacksmith und reparieren unser Zeug. Acidic Bardich. Auch nicht schlecht. So, dann bitte mal Heide machen, unsere Rüstungen. Und die 6. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Ja, teuer ist es nicht. Das ist der einzige Vorteil, weil ganz besonders tolle Sachen wie Diamant, Obsidian und sowas habe ich ja nicht wirklich gefunden. Ach nee, halt doch. Diamond Plate ist kaputt gewesen, hat 9000 gekostet. Ja, wie unangenehm. So, Blazing Scale ist ganz gut. Und was ist mit dem Platin? Na, ist ja wurscht. Scorching bei Feuer, ja, aber brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht, oder? Ebony Boots statt Gold Boots? Ich glaube nicht. Elektro Boots, Blazing Cloak, Shocking Cloak. Nö. Ja. So, jetzt mal schauen. Wer kann denn aufleveln? 120 fehlen. Die kann. Und das nochmal 200 und 120.000. Können wir hier aufleveln? Oder ist das. Müsste hinhauen, oder? Können wir ein bisschen Geld loswerden, wenn das funktioniert? Training Ground wird wahrscheinlich klappen, oder? Jo. Pretty good. Okay, sind wir alle auf 5, an die 23 bis 25. Wieso ist denn die Zauberin so schlecht? Wahrscheinlich, weil sie immer ausgenockt wurde. Das kann natürlich sein, ja, stimmt. Das ist möglich. Okay. Helden. Mut, Heldentum, wie auch immer. Wie viel auch immer. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal den Drachen, oder? Nicht, nein, neuer Zauberspruch. Schnappen wir uns den Drachen. Wenn es ein Cloud Drain ist, sind wir tot. Weil die sind krank. Sollen wir mit dem Dings eröffnen? Mit einem. Oh, ich habe nicht geschlafen. Okay, dann trotzdem. Dragon Sleep. Es ist ein Cloud Dragon. Es ist ein Cloud Dragon. Richtig schick. Ich habe keine. Ja, aber der Rest hat wenigstens Zauberpunkte. Das ist doch schon mal was. Dann hau einfach drauf. Oh Mann, ich glaube, der macht's nicht mehr lange. Dancing Sword. Aber trotzdem. Ja. Soll ich jetzt vielleicht nochmal Mass Distortion hinterher knüppeln? Verdammt. Feuerball. Und ein heftiger Schlag, hau ihn tot. Oh Mann. Minus 100. Schlecht. Okay, du zauberst also nicht mehr, hast dich entschieden. Okay.
Wie wär's mit Power Cure für unseren netten Herrn mit der. Oh oh. Ich glaube, das war der letzte Versuch, oder? Jo. Wenn die Herrschaften bitte nochmal zuhauen würden. Oh oh. Lauft, ihr Narren. Das Problem ist, der Mistfink ist jetzt frei. Ja, da ist er. Das war nicht so gut. Okay, Cloud Dragons sind echt üble Ratten. Haben wir hier unten gespeichert, ich hoffe. Okay. E3, E3. Egal. Setzen. Ist jetzt egal. Wir frischen uns am Brunnen auf. Wobei. Okay. Quicker. Immer gut. Das Glück nehmen wir auch noch mit, weil. Naja, Glück ist gut. So, dann wieder zaubern und nach Greyhaven zurück. Ja. Dancing Swords. Und Dancing Sword. Das ist das Härteste, was wir haben. Oder wir machen wieder die Einschläfer-Geschichte. Ich weiß nicht, wann wir dran sind. Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind wir wahrscheinlich alle dran. Wir haben 80er Werte. Das heißt, wir werden alle zuerst drankommen. Und ich hoffe mal, sie hat noch irgendwo eine Dragonsleep, Box of Dragonsleep. Die benutzen wir wahrscheinlich jetzt einfach mal. Open Great, who will try? Die natürlich. Gespeichert haben wir. Ja, ich würde gerne anfangen. Dann machen wir es doch anders. Okay. Moment. Da machen wir. Ah, das ist nicht schlecht. Kann ich speichern? Kann ich während des Kampfes wahrscheinlich nicht, ne? Möchte ich auch nicht. So, wir warten alle mal ab. Und sie beginnt jetzt mit dem Massezauber. Sehr gut, hat nicht funktioniert. Sie beginnt jetzt mit dem Massezauber. Es hat nur noch halb so viel Energie und ist ganz mies gelaunt. Das ist doch nicht wahr. Was ist denn das für ein schönes Ding? Wie viel hat er noch? Oh, ich kann es nicht rausfinden. Identify Monster. Wie viel hat er noch? 700. Ja, das Ding. Das Scheißvieh hat 2000 Trefferpunkte. Wenn es funktioniert hat, was wir da gemacht haben. Cloud Dragons sind so ziemlich das Übelste, was hier rumläuft. Ja, das kann ich voll vergessen. Warum bin ich so schwach? Das funktioniert nicht. Dann schauen wir zumindest mal hier rein. Das sieht doch schön simpel aus. Ach, Moment, ich hätte ja gar nicht. Protection from Elements. Egal, wir versuchen jetzt mal mit dir. Es mit dir. So, du. Was bist du? Ein Drache, ne? Grüner Drache spuckt Feuer. Feuer böse. Oh Mann. Also das sind hier die üblen Drachen, die sie im Anfangsräumchen eingebunkert haben. Das ist auch merkwürdig. Aber gut. Feuer. Feuer also soll es sein. Ah, Moment mal.
Flaming Chainmail. Das kann ich mir schenken. Du siehst das an. Ich mache die ganze Zeit Scorching Scale Mail, genau. Scorching Scale Armor. Defender. Blazing Cloak. Geben wir das dir. Rubin kann weg. Wir brauchen nämlich keine Panzerung. Flaming Belt. Wisdom. Net. Doch, zieh nochmal an. F6, dann kriegt er. Glowing Ring. Ist Glowing? Was ist denn Glowing? Ist das Hitze? Blazing. Nee, Glowing ist ganz billige Energiegeschichte. Die schmeiß mal weg. Discard. Yes. Speed Cameo ist nicht schlecht. Blazing hat er schon live. Speed Cameo. Flaming Belt. Wer kann denn. Wer braucht denn den Flaming Belt? Feuer 35, 32, 37, 47. Die Werte an sich sind ja nicht schlecht. Geben wir es ihm einfach in die Hand, oder? Also in die, um den Gürtel, ne, um die Hüfte. Life Scarab ist nett. Ja, kann aber weg. So, zack. Wie? Ach ja. 5 anziehen, 2 ausziehen, 8 anziehen. Das war aber nicht so viel. 50, naja. 50-50 haben wir jetzt zumindest mal. So, Feuer. Besser wird's nicht. Wir versuchen's. Wer möchte versuchen? Die gute. Dancing Sword. Nee, dann bitte jetzt. Wie sagt denn der 430? Keine Ahnung. Toll. Das ist doch nicht wahr. Was ist denn das für ein Mistvieh? Ich kann es noch nicht mal testen, weil ich es nicht sehen kann. Ach gut, ihn hätte ich mal kurz. Ja. Vorbeischauen können. Lassen können. So. Jetzt bitte nochmal. Dragon Sleep. Lass dich doch mal einschläfern, du Miststück. So, was kannst du? Identify Monster. 2000. Oh, das geht schon wieder gut los. Fett gepanzert, 2000 und macht meine Leute mal so geschwind Platz. Ich glaube, das wird nichts. Das sind beide die krassen Viecher. Einer Feuer, einer Eis. Und dann ist auch schon Feierabend. Muss das denn sein? Ich bin doch überhaupt nicht aufgeplustert. Was mache ich denn da schon wieder? Ja gut, aber es bringt nicht so viel. Die sind ja alle tot, bevor irgendwas passiert. So, Feuer. Zack. Sie versucht das wieder. Also bitte jetzt mal erfolgreich einschläfern, wenn es recht ist. Okay. Dann eröffnet sie das Ganze hier mit. Oh Mann. Wenn es gelingt, hat er nur noch 1000. Es ist geglückt. Und jetzt werden wir alle sterben, oder? Wie so ein Feuerball. Dragon Sleep. Oh nein! Dragon Sleep. Oh oh. Masse. Jawohl! Viel hat er nicht mehr, der Drecksack. Beastmaster wird nichts bringen. Acid Spray ist Müll. Feuerball gegen Feuer. Cold Ray. So, und jetzt. Dancing Sword, stirb! Oh oh. Oh nein! Ja, da haben jetzt nicht so viele Leute was davon, ne? Auch wenn es gelingt. Oh, das ist doch nicht wahr. Teuflischer Teufelsdrache. Also ich muss wirklich Glück haben beim... Also man kriegt das Ding klein. Mit Masse. Ja, dann hat er noch 500. Und dann haue ich ihm noch ein bisschen was rein und dann ist Feierabend. Das geht schon. Das ist machbar. Wir sind quasi schon siegreich. So, Feuer. Und ich weiß... Moment, Idee.
Wo ist die Gilde? Hier ist die Gilde. Spell-Info. Ach Gott, die Billigzauber. Mehr hat sie nicht. Oder R oder S. Ich weiß nicht, was das eigentlich darstellen soll. Okay. Lange mal nicht mehr. Ein paar Minuten noch. Das wird doch zu schaffen sein. Verfluchtes Mistding. Okay. Power Shield. Keine Ahnung, ob das noch was bringt. Also es muss... Das hier muss sitzen. Okay. Feuerball bringt nichts. Ist okay. Dragon Sleep. Okay. Jetzt kann ich mal kurz Heilung benutzen. Und zwar benutzt du ein... Jetzt sag mir nicht, du hast kein... Ach Gott, ich könnte ins Essen brechen. So, so, bitte hier, zack. Wer hat denn die Power Curing? Da, Potion of Power Curing. So, das nimmst du jetzt mal ganz kurz. Und es braucht... Oh Gott. Arturius, geben wir's. Dann kann nämlich Power Curing bei der anderen benutzen. Überlegen. Genau, benutzen. Power Curing benutze mit Arturius. So, der ist wieder da. Bloß nicht draufhauen. Würde ich sagen. Und dir auch nicht. Genau, du zauberst jetzt ein Power Cure auf die Klerikerin. Ja, ich wünschte, alle wären wieder geheilt. Meine ganze Truppe. Aber das können wir, glaube ich... Ich wünschte, ich könnte das irgendwie so eine Reihe schalten, dass ich sage, ich hau dem jetzt einen Mass Distortion rein und schläfer ihn dann wieder ein. Oh Mann, warum ist das denn nicht mit geglückt? Verdammt nochmal! Ja, Der ist ja eh gerade beschäftigt. Heilen. Wenn ich schon mal hier bin. Merkwürdige Art zu kämpfen. Oh oh. Warte mal kurz. Gleich wieder da. Oh nein! Was ist das für ein Quatsch? Nein, jetzt blockiert er natürlich der Fettsack. Genau. Halt doch einfach mal die Backen. Kostet nicht viel. Aber lohnt. Dann kämpfen wir. Oh oh. Oh oh. Okay. Der hat offenbar gar keinen Bock auf sowas. Ah, Idee. Wir locken ihn raus und laufen davon. Was genau. Wieso sage ich solche Dinge? Okay, noch leben wir. Spring mal ganz weit weg. Ja, das bringt doch gar nichts. Was mache ich denn? Was will ich denn? Etherealize. Konnte man da hinter? Ich weiß es gar nicht. Wir versuchen es einfach mal. Sehr erfolgreich heute wieder. Spell failed. Ja, und jetzt bist du leicht tot. Okay, ich hab's begriffen. Also,
Das hier ist wohl richtig krasses Endgame-Zeug. Ja, das war ein Versuch wert. Vielleicht, wenn man ihn hier wirklich hinlockt und dann ihn irgendwie festhackert oder so. Na gut, das bringt halt nichts. Nee. Nothing here. Ja, also wenn man es irgendwie richtig abpasst, dann kriegt man den wahrscheinlich schon. Hat's ja gesehen, wir waren schon kurz davor, zweimal Mass Distortion, wenn die Leute gut überleben und man sie schön immer ja, den Dinger einschläfert und dann alle gleichzeitig mal draufknallen, dann ist das Ding auch Geschichte. Das ist die Variante mit Eis. Den versuchen wir jetzt noch einmal, komm. Kälte. Genau. Power Shield? Nein. Bitte. Dragon Sleep. Sehr schön. Nichts zaubern. Warten. So. Jetzt Massenhysterie. Und die Maske nicht vergessen. So. Wieso? Obwohl, das könnte sogar hinhauen. Dragon Sleep. Oh, Mann. Dragon Sleep. Wieso stirbst du nicht einfach? Es ist gar nicht so schwer. Und jetzt müssen die wieder krepieren. So kurz davor. Aber das funktioniert. Das kriegen wir hin, oder? Wir kommen auch jetzt noch ein bisschen in Überlänge. Das kriegen wir aber hin. So. Protection from Gold. Mehr haben wir leider nicht. So. Einschläfern. Ein Traum. Was passiert denn, wenn man den einmal verpasst auf Entfernung? Dann geht er direkt auf einen los, ne? Ich glaube schon. So, Massen. Zauber. Harter Schlag ins Gesicht. Bitte wieder einschläfern. Oh, perfekt. Das könnte es sein. Es hat funktioniert. Harter Schlag. Oh, das sieht gut aus. Wir machen es einfach nochmal. Jetzt hat er nämlich gar nichts mehr in Energie. Oh, jawohl. Es hat funktioniert. Heureka. Okay. Das speichern wir direkt. Und. Okay, das war's. Es ist also wirklich tatsächlich nur ein. Aha, es können auch die Flügel sein von dem Drachen. Ich verstehe. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Naja, vielleicht versuche ich das nochmal. Vielleicht gehen wir es das nächste Mal nochmal an. Vielleicht lassen wir es auch sein und kümmern uns um die Geschichte im Metallturm. Denn ich glaube, jetzt ist wirklich nichts mehr da, oder? Ah doch, ein Cloud Dragon ist im Zentrum noch. Vielleicht gehen wir den das nächste Mal jagen. Wir räumen einfach mal komplett auf. Und dann ist natürlich noch der Kollege hier da. Das ist auch übel. Tja, und ansonsten fehlt es nicht mehr. Metallturm, wie das mit dem komischen Dings da ist, mit diesem Omega-Sequenz, Startsequenz, Transport, keine Ahnung. Aber ich schätze mal, der Metallturm ist das allerletzte. Hoffentlich ist er nicht das allerletzte. Aber viel ist dann nicht mehr zu tun. Kohle spielt keine Rolle mehr, Edelsteine auch nicht. Wir haben sehr, sehr gut gespart, aber leider vielleicht ein bisschen zu viel. Vielleicht hätte man da wirklich schneller vorankommen können, hätte man einfach ein bisschen mehr, ja, in den Tag hineingelebt. Naja, das wie gesagt gibt es am nächsten Mal. Wahrscheinlich dann tatsächlich mit einer der letzten Folgen. Denn ja, das meiste haben wir hinter uns gebracht. Und dann, naja, mal schauen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, nie gespielt. Total blind. Und naja, es bleibt spannend. Ich hoffe auch, es ist weiterhin interessant, auch wenn ich so ein bisschen cheese und sonstige Dinge mache. Aber naja, irgendwie muss man ja durchkommen, ne? Würde, glaube ich, jeder auch so machen, wenn keine Kamera läuft oder keine Aufnahme mitläuft. Naja. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.